Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ein Video aus etwas ungewohnter Umgebung. Ihr wisst, dann ist es meist irgendetwas anderes als sonst. Ihr konntet mir auf Instagram Fragen stellen, endlich mal, zum allerersten Mal. Da ihr aber so viele Fragen zu meinem Werdegang gestellt habt, so viele Fragen dazu, was ich eigentlich den ganzen Tag mache, so viele Fragen dazu, wie das mit dem Fliegen denn alles so ist, wie es denn weitergeht mit dem Fliegen, da dachte ich mir, das mit dem Fliegen, das erzähle ich euch einfach nochmal von Schule bis Stand heute, so wie es aktuell aussieht. Fühlt sich immer ein bisschen komisch an, so viel über mich zu erzählen, deswegen mache ich das auch relativ selten. Vielen Dank schon mal für eure ganzen Fragen. Ich hoffe sehr, dass da für den einen oder anderen ein bisschen was Spannendes dabei ist. So ein paar Klassiker waren auch mit dabei. Welche Leistungskurse hatte ich in der Schule? Können wir ganz schnell abhandeln. Physik, Mathe, Englisch. Aber ich sage direkt mit dazu, eure Leistungskurse sind nicht ausschlaggebend dafür, ob ihr später eine Pilotenausbildung machen könnt oder nicht. Das habe ich damals so gemacht, weil ich mit den Fächern ganz gut klargekommen bin. Ich denke mal, das ist eine nachvollziehbare Herangehensweise. Kunst war nicht so mein Ding. In Sprachen war ich auch nicht so der Bringer. Mit Englisch war alles ganz okay. Deswegen habe ich die Leistungskurse so ausgewählt, habe dann 1,9er Abitur gemacht, um die Frage auch mal zu beantworten. Mein großes Ziel war aber eigentlich nur, die ganze Zeit aus der Schule rauszukommen und nicht zu sagen, hätte ich mal in der Schule besser aufgepasst. Das habe ich damit geschafft. Ich war super happy damit und dann konnte es weitergehen. Die von euch, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, die wissen, ich habe dann eine kurze Zeit am Hamburger Flughafen gearbeitet, bei den Bodenverkehrsdiensten. Das heißt, ich habe dort morgens von 4 Uhr bis, keine Ahnung, die Schicht ging, glaube ich, bis 13 oder 14 Uhr, habe ich mich dann immer darum gekümmert, dass die Flugzeuge mit Koffern beladen werden. Das habe ich aber nicht an den Flugzeugen gemacht, sondern unten im Keller des Flughafens. Dann die Koffer, die kommen dann in so Boxen da rein, das dann immer auf den Wagen gepackt oder im Container gepackt, vernünftig eingescannt und so weiter. Das war dann mein Job. Den habe ich aber nicht allzu lange gemacht, denn dann bin ich Flugbegleiter geworden. Ich bin Flugbegleiter bei Condor geworden, dafür bin ich nach Frankfurt gegangen und konnte dann auf der Boeing 767 und dem Airbus A320 Flugbegleiter sein. Das heißt auf Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Und es gab ein paar Fragen zu dem Thema, ob ich das denn empfehlen könnte. Es kommt natürlich voll drauf an. Für mich war es richtig gut. Es hat total viel Sinn ergeben und es war exakt die richtige Entscheidung. Weil mir war klar, nach der Schule, ich wollte nicht direkt studieren. Ich hatte Bock, irgendwie so dicht wie möglich an dieses, in Anführungszeichen, Fliegerleben, an Flugzeuge, an Crewleben, an alles, was dazugehört, irgendwie ranzukommen. Und dafür war der Job des Flugbegleiters für mich zumindest wirklich sehr, sehr gut. Denn es ist keine Ausbildung, die man da macht, sondern eine Schulung. Das Ganze dauert ungefähr 8 bis 10 Wochen. Dann kann man auf Strecke gehen, dann kann man Flugzeug fliegen, dann ist man schon voll mit drin, voll mit dabei. Da konnte ich viel lernen, mir viele Sachen anschauen und war dann 1,5 Jahre in Vollzeit hauptsächlich auf der Langstrecke unterwegs und bin gut rumgekommen und konnte das gesamte Streckennetz der Fluggesellschaft einmal abklappern, bevor ich dann in die Pilotenausbildung gegangen bin. Und um die Frage zu beantworten, ja, kann ich wirklich empfehlen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war für mich die genau richtige Entscheidung, weil ich musste eh ein bisschen Zeit überbrücken. Die Ausbildung konnte ich erst mit 19 Jahren anfangen. Ich war da zu dem Zeitpunkt noch 18. Und trotzdem ist es mir wichtig, dazu zu sagen, man sollte sich selbstverständlich vorher mit diesem Job auseinandersetzen. Heißt, habe ich da dann wirklich Bock drauf? Viel mit Menschen zu arbeiten, viel in anderen Ländern zu sein, weit weg von zu Hause zu sein. Habe ich denn da Bock drauf, nachts um 4 Uhr deutscher Zeit irgendwo über dem Atlantik zu sitzen und den nächsten Service vorzubereiten? Habe ich denn da Lust drauf, immer mit neuen Kollegen in neuen Konstellationen unterwegs zu sein? Wenn ihr das mit Ja beantworten könnt, dann könnte das ein wirklich sehr gut geeigneter Job für euch sein. Naja, und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Dann ist das halt nicht der richtige Job für euch, auch nicht um Zeit zu überbrücken, weil dafür ist der Job ja nicht da, um einfach nur irgendwie ein bisschen Zeit wegzukriegen, denn da gibt es noch tausende andere Möglichkeiten, bei denen ihr eure Zeit sinnvoll nutzen könnt. Und der Job des Flugbegleiters, wenn man weiß, da hat man Lust drauf, dann kann es vielleicht auch der richtige Job für immer sein. Für mich war es die perfekte Zwischenstation. Dann das große Thema Pilotenausbildung. Wie wähle ich die richtige Flugschule aus? War eine sehr interessante Frage, die ich gelesen habe. Denn es gibt einen Haufen Flugschulen, auch hier in Deutschland, die euch bis zur ATPL, also bis zur Airline Transport Pilot License bringen können, bis zur höchstmöglichen Lizenz, die ihr erwerben könnt. Und das ist auch gut. Nichtsdestotrotz, wenn ihr wisst, dass ihr gerne in Zukunft als Pilot oder Pilotin bei einer Fluggesellschaft Passagiere oder Fracht fliegen wollt, dann würde ich euch empfehlen, immer erstmal dahin zu schauen, wo euch eine Pilotenausbildung mit einer Fluggesellschaft im Rücken winkt. Mittlerweile, jetzt nach Corona, sieht die Situation wieder etwas besser aus. Und selbstverständlich sollte die erste Anlaufstelle immer noch eine European Flight Academy, eine Lufthansa-Gruppe, eine Condor sein, Fluggesellschaften, die euch betreut eine Ausbildung an einer Flugschule anbieten. Denn die Fluggesellschaften setzen gewisse Standards, haben ein Auswahlverfahren, sorgen damit dafür, dass ihr nicht nur einen Fuß in der Tür habt, sondern sorgen auch damit dafür, dass euch einfach viel mehr Jobangebote nach dieser Ausbildung zur Verfügung stehen werden als bei anderen Flugschulen.
Das ist immer noch einfach so. Es haben sich ein paar Dinge geändert. Die finanziellen Hürden sind nochmal höher geworden, als es die letzten Jahre eh schon der Fall war. Das heißt, die Ausbildung ist nochmal deutlich teurer geworden. Man kriegt nochmal weniger Garantien von den Fluggesellschaften, als das die letzten Jahre eh schon der Fall war. Aber es gibt Möglichkeiten, in diese wirklich guten Ausbildungen mit guten Jobchancen reinzukommen. Und es gibt Möglichkeiten, diese Kosten zu stemmen, ganz egal, wie der finanzielle Background der Eltern aussieht und so weiter. Aber man muss halt ganz klar sagen, es ist einfach ein Riesenberg Schulden, mit dem man dann ins Berufsleben reinstartet. Damit muss man sich vernünftig auseinandersetzen, was das bedeutet. Und umso wichtiger ist es dann, sich anzuschauen, welche Fluggesellschaften bieten eine eigene Ausbildung und wie kommt man in diese Ausbildung rein. Das heißt aber nicht, dass eine freie Ausbildung, also eine Ausbildung an irgendeiner Flugschule, wo keine Fluggesellschaft hinten dran hängt, dass das nicht genauso gute Pilotinnen und Piloten werden können, die da hinten rausfallen. Auch da kann man eine ATPL bzw. eine CPL, eine Frozen ATPL mit dem entsprechenden Theoriekredit, bla bla, ihr wisst Bescheid, eine Pilotenlizenz bekommen. Das kann für viele Leute auch eine gute Möglichkeit sein, wenn die Vorteile einer solchen freien Ausbildung für euch überwiegen. Das heißt, wenn ihr das Ganze berufsbegleitend machen wollt, wenn ihr das Ganze über einen längeren Zeitraum strecken wollt, wenn ihr simpel ausgedrückt ganz einfach nicht das Risiko übernehmen könnt, was vielleicht ein Anfang 20-Jähriger übernehmen kann, dann kann eine Ausbildung an einer freien Flugschule durchaus ein passender Weg für euch sein. Ich hatte das große Glück, dass ich bei der Fluggesellschaft, bei der ich zu dem Zeitpunkt schon gearbeitet hatte, also bei Condor, meine Pilotenausbildung dann auch machen konnte, konnte dann 2017, also mit 19 Jahren, meine Ausbildung beginnen und war dann 2019 ein fertig ausgebildeter Pilot. So, großes Thema Type Rating. Wie ist es denn mit dem Flugzeugtypen, auf dem man dann unterwegs ist? Lasst mich ein bisschen ausholen, sagen wir es so. Weil es war die mit Abstand meistgestellte Frage, warum fliegst du nicht Boeing? Warum fliegst du nicht Langstrecke? Warum bist du noch nicht Kapitän? Warum bist du noch nicht Ausbilder? Das ist doch eigentlich alles viel geiler, als Kurz-Mittelstrecke auf dem A320 zu fliegen. Ich musste ein kleines bisschen schmunzeln, als ich die ganzen Fragen dazu gesehen habe, aber ich glaube, wenn ich euch das jetzt einmal alles erzähle, dann sind sehr viele Fragen damit beantwortet. Ich war Anfang 2019 mit der Ausbildung fertig und konnte dann, weil ich eben meine Ausbildung mit einer Fluggesellschaft im Rücken gemacht habe, glücklicherweise, was mich sehr gefreut hat, direkt bei Condor mit dem Type Rating weitermachen. Das heißt, ich habe direkt meine Musterzulassung bekommen und diese Musterzulassung, die sucht man sich nicht unbedingt aus. Also man kann natürlich einen gewissen Einfluss darauf nehmen, indem man sich den Arbeitgeber aussucht. Also wenn ich jetzt unbedingt 777 fliegen möchte, dann gibt es Fluggesellschaften, die haben nur Boeing 777 in der Flotte. Es ist zum Beispiel die Aerologic hier, die hat auch eine eigene Ausbildung, auch an der Flugschule, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, an der TFC Käufer in Essen. Dann ist klar, dass ich dort als Pilot selbstverständlich die Boeing 777 fliegen werde. Oder aber man findet nach der Ausbildung den Weg zur Ryanair beispielsweise, dann ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so, dass man bei dieser Fluggesellschaft ein Type Rating für die Boeing 737 bekommen wird. Und so hat man selbstverständlich, auch als jemand, der gar keine Flugstunden auf der Uhr hat, irgendwie eine gewisse Möglichkeit, sich das Type Rating und die Musterzulassung damit für einen bestimmten Flugzeugtypen auszusuchen. Bei Fluggesellschaften, die mehrere Flugzeugtypen in der Flotte haben, kommen dann aber ganz viele Faktoren zusammen, die darüber entscheiden, welches Type Rating man bekommt. Und der wichtigste Punkt ist vor allem erst einmal, auf welchem Flugzeugtypen werden denn Leute gebraucht? Das heißt, wo ist denn überhaupt ein freier Copilotensitz verfügbar? Dann bekomme ich auch wahrscheinlich auch auf diesen Flugzeugtypen dann mein Type Rating. Dazu kommt dann noch bei gerade größeren Fluggesellschaften, die ganz viele verschiedene Flugzeugtypen haben, entsteht so eine Art Karrieremodell. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört, dass man als Copilot auf der Kurz- und Mittelstrecke anfängt, dann als Copilot auf die Langstrecke, auf ein Langstreckenmuster wechselt, als Kapitän dann wieder auf die Kurz- und Mittelstrecke zurückkommt, auf zum Beispiel die A320-Familie und dann später als sehr erfahrener Kapitän irgendwann auf die Langstrecke geht und dort dann halt irgendwann in Richtung Rente steuert. Und in so ein Karrieremodell fließen dann ganz viele verschiedene Faktoren ein. Zum Beispiel, dass es sinnvoll ist, neue Piloten, die noch wenig Flugstunden haben, erstmal auf der Kurz-Mittelstrecke einzusetzen. Nicht, weil junge Leute kein großes Flugzeug bewegen können, darum geht es gar nicht unbedingt, sondern es geht vielmehr darum, dass man auf der Kurz- und Mittelstrecke, das ist ein großer Vorteil der Fliegerei auf der Kurz- und Mittelstrecke, dass man da eben noch vergleichsweise viel Flugzeug fliegen kann. Der größte Vorteil ist einfach, dass man viele Legs macht, also viele einzelne Flüge. Das bedeutet, man macht viele Starts und man macht viele Landungen. Dazu kommt, dass man immer zu zweit unterwegs ist. Das heißt, es gibt einen Kapitän und es gibt einen Copiloten. Es gibt keinen Senior First Officer oder sowas. Also man muss nicht rotieren, um Ruhezeiten einzuhalten, sondern es sind zwei Piloten vorne im Cockpit,
Der eine fliegt hin, der andere fliegt zurück. Das ist so ein ganz normaler Standardalltag, so wie er bei mir auch aussieht. Und je nachdem, bei welcher Fluggesellschaft man dann unterwegs ist, welches Streckennetz bedient wird, wie auch immer, kann es dann sein, dass man, so sieht zumindest ein typischer Sommer bei mir aus, dass man dann vielleicht 15, 16, 17 Tage im Monat arbeiten ist und damit dann tatsächlich auch 15, 16, 17 Landungen im Monat bekommt. Das kann auf der Langstrecke schnell mal, wenn es nicht ganz so gut läuft, auch mal eine Jahresbilanz an Landungen sein. Um wieder zurück auf meine Story zu kommen, bei mir wird dann klar, ich kriege ein Type Rating auf der A320-Familie, das heißt, ich darf die Flugzeuge A319, A320 und A321 fliegen. Und auf diesem Flugzeug, das sagt wahrscheinlich jeder Pilot von dem Flugzeug, auf dem er gerade unterwegs ist, aber auf dieser Maschine fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ich habe auf der A320-Familie verdammt viel Spaß. Und das zum Beispiel aus genau dem Grund, den ich eben genannt habe. Ich bin relativ viel zu Hause, weil ich morgens aus der Tür gehe, abends nach Hause komme, dazwischen zu einem Ort hinfliege und dann direkt wieder zurückfliege. Jeder Tag, an dem ich einen Flug habe, bedeutet für mich auch, dass ich eine Landung machen werde. Das ist das, was beim Fliegen zumindest mir am meisten Spaß macht und definitiv auch der anspruchsvollste und damit der Teil des Fluges ist, der einen am meisten trainiert, am meisten fit hält und am meisten fliegerisch weiterkommen lässt, wenn man es so sehen möchte. Und das in einem sehr interessanten Streckennetz mit anspruchsvollen Anflügen, mit anspruchsvollen, interessanten Flughäfen. Eigentlich eine schöne, abwechslungsreiche Art und Weise, Pilot zu sein. Nichtsdestotrotz ist die wirklich definitiv meistgestellte Frage, die ich bekommen habe, nämlich eure Frage zum Thema Langstrecke und A330, natürlich keine unberechtigte Frage, weil es selbstverständlich der nächste logische Step ist in diesem ganzen Konstrukt. Ein A320-Pilot kann sehr schnell auf den A330 geschult werden, genauso wie ein A330-Pilot ziemlich schnell auf den A320 geschult werden kann, was ganz einfach daran liegt, dass diese Flugzeuge sich sehr ähneln. Das hat Airbus ja ganz bewusst so gemacht. Wenn man einmal die Philosophie dahinter verstanden hat, wenn man einmal auf diese Philosophie trainiert wurde, dann kann man relativ zügig unter den meisten Airbus-Flugzeugen wechseln. Dazu kommt auch noch, dass ich am Frankfurter Flughafen stationiert bin. Das heißt, meine Flüge beginnen am Frankfurter Flughafen und enden auch wieder am Frankfurter Flughafen. Und das ist auch eben der Standort, wo die Fluggesellschaft, bei der ich unterwegs bin, ihre Langstreckenflotte stationiert hat. Und das bedeutet für mich, dass mich eine Umschulung auf den A330 erwartet, wenn ich dran bin. Das kann dieses Jahr sein, das kann nächstes Jahr sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Hängt auch da wieder von ganz vielen Faktoren ab. So wie ich es eben gesagt habe, wenn die Plätze auf diesem Flugzeug frei sind und da eben Leute gebraucht werden. Warum erzähle ich euch das alles? Weil es, glaube ich, so ganz gut nachvollziehbar ist, dass man sich das nicht einfach aussucht, auf welchem Flugzeug man unterwegs ist, dass das aber auch gar nicht schlimm ist und auch gar nicht so wichtig ist. Also Kurz-, Mittel- oder Langstrecke, das sind zwar unterschiedliche Dinge, aber beides hat seine Vor- und Nachteile. Langstrecke habe ich als Flugbegleiter gesehen. Es ist sicherlich nochmal was ganz anderes, als das Ganze aus Pilotenperspektive zu sehen. Und verstehe mich da nicht falsch, ich freue mich auch sehr darauf, die Langstrecke aus der Pilotensicht zu sehen. Aber alles zu seiner Zeit. Es hat überhaupt keinen Stress. Ich mache mir sowieso keinen Stress mit Dingen, wo ich keinen wirklichen Einfluss drauf habe. Aber solange es geht, genieße ich die Zeit auf dem A320 wirklich sehr. Ich bin gern zu Hause, deswegen passt mir die kurze Mittelstrecke zum aktuellen Zeitpunkt wirklich ganz gut. Ich freue mich auf jeden Flug, auf jede Landung, die ich mit diesem Flugzeug machen darf. Und ich konnte in den letzten Jahren auch ein paar Zusatzfunktionen auf diesem Flugzeug übernehmen. Das bedeutet, ich bin ein Trainingserster Offizier, ein Trainings-First Officer auf diesem Flugzeug. Das ist so die niedrigste Stufe an Ausbilder, die man sein kann. Das heißt, ich übernehme einen Teil in der Ausbildung, wo es noch gar nicht unbedingt so sehr darum geht, Erfahrungen weiterzugeben, weil die Erfahrung habe ich selber meist noch nicht, sondern es geht viel eher darum, Standardverfahren beizubringen, ein Konstrukt zu lernen, wie man mit Fehlern umgeht und so weiter. Und eine zweite Zusatzfunktion, die ich übernehmen durfte und die mir auch sehr viel Spaß macht, ich kann Werkstattflüge machen. Das heißt, ein Flugzeug, das in der Werft gecheckt wurde, überprüft wurde, gewisse Dinge wurden erneuert, wie auch immer, dann nehmen wir dieses Flugzeug erst einmal, bringen das Flugzeug an die Grenzen, die es im normalen Betrieb erreichen darf und erreichen kann und checken wirklich das komplette Flugzeug einmal von oben bis unten durch, bevor dann das erste Mal wieder Passagiere mit dieser Maschine in die Luft gehen. Aber man muss eben auch ganz klar dazu sagen, ich bin noch ganz am Anfang dieser Karriere. Ich bin mittlerweile 4 Jahre erster Offizier auf der 320-Familie, habe knapp 2000 Flugstunden auf dem Flugzeugmuster gesammelt, bin 25 Jahre alt und habe somit theoretisch, wenn ich das möchte, wenn der Gesetzgeber das möchte, wenn die Fluggesellschaft das möchte, noch 40 Jahre Fliegerei vor mir. Deswegen, alles kein Stress, es hat alles seine Zeit. Es ist wirklich mein Traumjob, ich liebe diesen Job einfach. Es hat bis hierhin sehr viel Spaß gemacht und es ist viel passiert und ich freue mich auf das, was da in Zukunft kommt. Und falls ihr euch noch mehr für meine fliegerische Laufbahn interessiert, falls ich euch dann noch mehr Fragen zu beantworten kann, und damit beantworte ich jetzt auch eine weitere Frage, ihr könnt mich endlich mal treffen. Es gibt endlich mal einen Termin, wo wir uns sehen können, wo wir uns unterhalten können, wo ihr mir Fragen stellen könnt, wo wir einfach eine gute Zeit miteinander haben können, und das ist die Pilot Expo. Die findet diese Woche schon statt, am Freitag und am Samstag in Berlin. Ich werde beide Tage voll da sein. Ihr könnt einfach zu mir kommen, wir können miteinander quatschen, wir können Fotos machen, wie auch immer.
Ich bin dort beide Tage von morgens bis abends da für euch. Und finden könnt ihr mich selbstverständlich bei Condor am Stand. Und da könnt ihr mir und meinen Kollegen alle möglichen Fragen stellen. So, und jetzt gucke ich selber nochmal, was denn so gefragt wurde. Langstrecke. Ist dir egal, ob du Cargo oder Passagiere fliegst? Ich habe Spaß mit der Passagierfliegerei. Ich bin noch nie Cargo geflogen. Es wird mir sicherlich auch viel Spaß machen. Aber ich mache gerne Passagieransagen. Ich sag gerne Tschüss nach der Landung. Und wenn die Landung dann auch noch gut war, dann ist ja umso besser. Hast du Hobbys neben der Fliegerei? Ich habe einen Hund. Das ist manchmal schon Hobby genug. Dazu kommt, dass ich selbstverständlich auch noch YouTube habe und alles, was mit YouTube mittlerweile dazugehört. Alles, was drumherum halt noch so passiert. YouTube würde ich nicht unbedingt als Hobby bezeichnen. YouTube ist definitiv ein Job geworden über die ganzen Jahre und das ist auch gut und okay so. Und ich merke aber auch, dass wenn ich viel fliege und dazwischen alles mit YouTube auffülle, dann ist das manchmal gar nicht so einfach. Nicht nur, weil ich das alleine mache und es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, es macht mir ja Spaß, aber es ist dann einfach etwas zu viel Arbeit und zu wenig Hobby. Und deswegen versuche ich mir die freie Zeit natürlich auch mit Sport aufzufüllen. Ich mache viel und gerne Sport. Ich versuche aber auch ein bisschen mehr jetzt, ich muss mich manchmal ein bisschen dazu triezen, aber ich versuche ein bisschen mehr unterwegs zu sein. Ich wurde beispielsweise vom Zentrum für Luft- und Raumfahrt, vom DLR, eingeladen, da mal vorbeizuschauen, mir anzuschauen, was die so machen den ganzen Tag und was die da erforschen und was die für coole Dinge rausfinden. Und genauso war ich letztens auch bei MTU. Bei MTU Aero Engines, die bauen Triebwerksteile, die warten Triebwerke, die kümmern sich aber vor allem auch um zukunftstaugliche Technologien, die uns das Fliegen in Zukunft nicht nur ermöglichen, sondern auch nachhaltig ermöglichen können. Und das ist nicht nur unfassbar interessant für mich, sondern auch super spannend für euch und deswegen natürlich auch irgendwie Arbeit, dass ich dahin fahre und ein YouTube-Video daraus mache. Da werden in Zukunft wirklich, bin ich von überzeugt, sehr spannende Videos kommen, die einige Fragen beantworten können, was die Zukunft der Fliegerei angeht. Nicht mehr und nicht weniger. Aber ich merke ganz einfach auch, dass mich das dann viel mehr erfüllt, weil es mir Spaß macht, mit diesen Leuten da unterwegs zu sein, mir von diesen Leuten was erzählen zu lassen und dann aber auch wie ein kleines Kind durchs Werksmuseum bei MTU geführt zu werden und mir große Triebwerke anschauen zu dürfen. Leute, was soll ich euch sagen? Ich liebe das Zeug hier einfach. Ich liebe es Fliegen einfach, ich liebe YouTube einfach. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch die Fragen zu beantworten. Falls ihr noch Fragen habt, Lieblingsflugzeug. Lieblingsflugzeug war sicherlich die zweitmeistgestellte Frage. A340-600. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir machen es gerne demnächst mal wieder und hoffentlich nicht erst in 2 Jahren. Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Hab euch sehr lieb. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns auf der Pilot Expo, hoffentlich. Macht es gut und tschüss.